und 4. Also wir haben ja eigentlich schon genug gesammelt. Eigentlich müssten wir genug davon haben. So. Und so. Ah, das machen wir hier. Da, unser Lager. Bauen wir auf jeden Fall auf. So, sehr schön. So, dann bauen wir hier. Moin und herzlich willkommen hier zurück auf dem Mars. Ja, Occupy Mars mit dem Maruk und der Lauchina von Lauch. Zu ihrer Linken sehen Sie eine zerstörte Wohneinheit, die wir schon gelootet haben. Wir nehmen uns jetzt da hinten diese wunderhübsche Werkstatt vor. Und wie ihr seht, wir haben es jetzt schon 13:30, weil ich musste einem Sturm aussitzen, Leute. Ja, und in der Kapsel, wisst ihr ja, man kann den Sturm nicht wegschlafen. In der Kapsel geht es nicht. Das heißt, ich musste ihn aussetzen. Und musste dann auch noch unsere CO2-Geschichte nehmen, die ich diesmal mitgenommen habe. Und musste die Solarpanels erstmal frei machen. Ja. Das dazu. Darum sind wir natürlich etwas später losgekommen. Aber. Ah, Raketeantrieb. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, wir werden jetzt die ganzen Geschichten hier einmal looten. So, da ist schon mal Essen. Mach mal Licht an. Einfach mal rumgehen, looten. Und wie gesagt... Oh, da ist noch viel mehr hübsches Zeug. Wir machen dann und werden dann vielleicht gemeinschaftlich einfach mal so ein Ding komplett gemeinschaftlich schleifen. Dann mache ich die anderen vielleicht auch wieder alleine. Wir werden mal sehen. Ich muss hier echt mal mit Dinge mit dem Sprengstoff tun, ne? Wir haben so viel mittlerweile davon. Aber was heißt so viel? Aber so einiges. Da kann man ja noch bestimmt eher was wegsprengen, um die Sache einfacher zu machen. Wenn man überhaupt sprengt. Ja doch, es gibt auch einen Fernzünder, ne? Schrauben. Oh ja, ich will nicht Nein sagen. Ich will nicht Nein sagen. So, guck mal, genau, ich hatte doch mal vor ein paar Folgen gesagt, die Dinger, diese komischen Türmonitore, ich meinte die, da habe ich dann tatsächlich auch eine Leiterplatte drin gefunden gehabt. Das ist ein Fass. Ich weiß nicht, warum uns das der Kanister immer angezeigt wird, aber vielleicht kommt da ja noch mal was. Vielleicht kommt da ja noch was. So, wie sieht's hier aus? Das ist alles tot. Gehen wir mal als erstes hier den Flur entlang. Kleine Leiterplatte nicht vorhanden. Aber da ist eine Solarzelle. War auch schon mal nicht schlecht. Ich mach mal Licht aus. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, da ist nichts drin. Da ist nochmal Nahrung drin. Also Nahrung ist ja, wie ihr schon sagtet, ja echt MV-massig. So. Chanuk. Ah, was haben wir noch? Nix. Nix, 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 nix. Okay, okay, okay. Wartet, ich mache hier nochmal aus. Ist hier vielleicht was drin? Ich kann ja nicht anders. Ich mache trotzdem mal auf. Ich muss hier reingucken. Ich traue dem Braten nicht. Dem alten, stinkigen. Aber naja, ihr seht ja. Ja, Sandsturm. Echt doof. Aber gehört ja dazu. Es gehört dazu. Ist ja das Spiel. Okidoki. Ich glaube... Welche Tasse ich schon durch? Oh,
Da habe ich jetzt aber mehr erwartet. Da hat er jetzt aber weitaus mehr erwartet. Okay, seht ihr noch irgendwas? Ich sehe nichts. Nö. Ich schätze, der Rest kommt dann nachher wieder beim Abbauen. Guck mal, da ist doch noch. Na, das sind diese ganzen Kisten und so. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum werden die angezeigt. Ich kann damit nichts machen. Okay, dann noch einmal. Ich kann ihn zwar anpacken und runterziehen, aber das ist es ja nicht. Gut, dann fahren wir mal weiter. So, ich muss ja mal ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ja, ich weiß, wir sind natürlich ein bisschen weit weg, aber... Ja, ich denke, wir müssen auch in der nächsten Folge... Ich würde auch sagen, wir werden in der nächsten Folge einmal umbauen, oder? Einmal umziehen? Ja, guck mal, hier ist alle, ja, hier ist alles voll. Wir müssen umziehen, Freunde. Dann kann, sollten wir hier schon mal nach dem... nach Wasser vielleicht einmal gucken. Vielleicht könnten wir ja jetzt auch schon mal umziehen. Anfangen, einen Umzug zu machen. Wäre sinnig, weil das ist echt zu weit weg. Nee, das war das Falsche. Ich bitte gerne so. Ja, das ist eine gute Idee. Wir werden, das werden wir tun. Wir werden hier schauen, ob wir die Mats zusammenbekommen für einen Brunnen etc. Weil den Brunnen würde ich natürlich da hinten schon einmal stehen lassen, so wie wir es immer machen. Okay, da ist wieder Nahrung. Nahrung ist schon mal gut. Könnten wir eigentlich... Nein. Wir nehmen das hier. Konsumieren. Wie sieht's aus mit Wasser? Ist okay. Strom habe ich erst aufgeladen. Ist auch gut. Okay, dann lass uns mal weiter gucken. Alles leere Kisten. Hier ist auch soweit nichts. Ich laufe mal erst von den äußeren Rand ab. Aha. Da ist Electronics, wo ich das, da komme ich jetzt aber irgendwie nicht ran. Okay, nehmen wir dann ein. Na, ist das da? Ist das? Was? Seht ihr das da oben? Was ist denn das mit der Säge da? Naja. Das ist wahrscheinlich auch Dinge, die wir nicht so anpacken können. Habe ich hier reingeguckt? Hab ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Stahl. Nee, das ist keine Stahlplatte, das ist eine Stahlplatte. Aber auch die kann ich nur so zur Seite nehmen. Also da kann ich nichts mit anfangen. Überwachung, wenn ich die kaputt mache, kommen natürlich auch Sachen raus. Okay. Also offensichtlich nichts Offensichtliches. 17.22 Uhr, Freunde. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück und ich würde sagen, denn am nächsten Morgen bereiten wir den Umzug vor. Hey, was ist denn los? Kannst den aufmachen. Danke. Ja, und dann werden wir hier auch gar nicht jetzt großartig weitersuchen. Lasst uns mal sehen, ob wir hier schon mal was Brunnentechnisches. Das machen wir dann gleich, weil wir sind einfach zu weit weg jetzt. Ich habe gedacht, dass das ein bisschen alles... Ja, es geht ja fixer. Aber ihr seht ja selber... Verdammt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Komme ich hier raus? Mehr oder weniger. Ich hier nochmal die Kiste.
Hier noch ein Moped raus. Habe ich darüber gehüpft, ohne mich zu verletzen? Tatsächlich. Okay, dann mach mal die Lampe aus. Ihr seht ja, es wird ja schon langsam wieder finster. Naja, finster in Anführungsstrichen. Okay, lasst mich mal gucken. Wo ist denn hier die nächste Wasserquelle? Das ist unser SUV, hätte ich fast gesagt. Da oben. Schaut mal. Ich glaube, das ist dann ganz... Das ist, sieht nicht so weit aus. Nee, warte mal, was ist... Ach so, das ist schon ge... Ja, ja, ja. Guckt euch das an. Ich würde sagen, wir nehmen das da als Wasserquelle. Ihr nehmt das als Wasserquelle. So. Ja. Die Richtung wissen wir ja ungefähr. Da fahren wir mit unserem Fahrzeug hin in der Hoffnung. Weil das sind ja 2 Kilometer, die wir zurück müssen. Das gehen wir jetzt auch an. Wir fahren zurück. Wasserquelle haben wir gefixt. Die habe ich auf der Karte markiert. Mit Y könnt ihr das machen, wenn ihr das Gerät Dingsbums habt. Warum wird mir das jetzt angezeigt? Das ist jetzt unsere Basis. Die wird uns angezeigt, weil ich mich einmal einen ausgelockt habe. Ich habe gedacht, ich könnte das Spiel austricksen. Könnte das... Wetter vernachlässigen, weil da hinten ist nämlich auch noch was. Ja, da rechts. Zeige ich überhaupt? Nee. Da. Ich bin ja falsch rum. Da. Die Kamera ist ja gedreht. Weil ich habe mich einmal einen ausgelockt. Weil ich dachte, ich könnte den. Den Sturm etwas überlisten. Nö. Ah, ich finde es schon ein bisschen doof, dass ich in der Kapsel kein... Mach mal das Licht aus. Kein, sagt mal schnell, dass ich da nicht schlafen kann, wenn Sturm oder Tornados oder so sind. Ich meine, das ist ja eine Überlebenskapsel, die sollte das schon abkönnen, finde ich. Ich meine, ey, hallo... Atmosphäre überwunden mit Feuer und Flamme und habt ihr nicht gesehen und auf Ditschi und so, ne? Aber ey, hallo, kleinen Sandsturm. Nee, du kannst nicht schlafen. Ah, okay, vielleicht hat sie Angst. Will ich gar nicht sagen. Vielleicht hat sie ja Angst. Das kann ja sein, ne? Unsere kleine Lochina. Aber eigentlich ja nicht. Eigentlich ist das ja ein ganz toughes Mädelchen, ne? Weil wir werden jetzt nicht so freiwillig alleine auf dem Mars, Leute, hier. So viel kann man mir gar nicht bezahlen. Ha. Aber schreibt doch mal. Mal angenommen, die würden auf euch zukommen und würden sagen, ey, du kannst unser erster Pionier auf dem Mars sein. Würdet ihr es machen? Jetzt? Ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ja, Verlockung ist da, würde ich nicht machen. Virtuell ist okay, aber nö. Würde ich nicht machen. Weil, wer nicht mal? Von der Familie weg, von den Freunden weg, alleine. Das ist hart. Das ist echt hart. So. Also Zeit, ja, läuft. Sehr gut. Würde ich... Ui, ja. Oh. Ja, also ich wollte jetzt nicht wieder schneiden, ne? Also das... Guck den Sternenhimmel an, ey. Kommt der... Warte mal. Der kommt so überhaupt nicht richtig zur Geltung. Was sagt unser...
Ah, den hänge ich jetzt nicht dran. Ich werde jetzt fix pennen gehen. Stopp. So, wir gehen jetzt fix schlafen. Ich hole mir noch ein bisschen Wasser. Die Pflanzen verdorren. Ja, das sind natürlich die Pflanzen, die wir in unserer Hauptbase zurückgelassen haben. Aber das war uns ja klar, ne? Die Kartoffelpflanzen in dem Inkubator. So, dann hoppeln wir da mal schnell mal rein. Schnell schlafen. Und vor allem ein kleiner Aktenvermerk, nicht so dicht an den Dingern bauen. So. Okay. Und vor allem, ich muss hier aus dem Lager, ich muss aus dem Lager Mats rausholen. Ich hätte da ja auch... Aber wir haben so viele Mats. Ich hätte da ja auch diese Trommel, die Dings lassen können, ne? Aber ich will jetzt nicht, also... Nee, die nehmen wir hier wieder mit. So, okay. Das einmal abbauen. External pressure dropping. Ja, ich weiß. So. 6 Uhr, weil ich schätze, mehr passiert da sowieso nicht. Ja. Also bis 8 müssen wir schon schlafen. Ich warte, bis er gespeichert hat. Machen wir noch ein zweites Mal. Ja, noch ein halbes. Ja, machen wir bis. Was? Geht auch so. So, dann setzen wir den Helm auf. Dann wollen wir mal sehen, ob wir alle Mats hier mitkriegen. So, als erstes, ganz wichtig. Die Sachen. Nee, also, ja, ich nehme... Nein, wisst ihr was? Ich lasse die hier. Ich lasse das hier. Wir lassen die Kapsel hier doch stehen. Ich denke, dass wir genug Mats haben, um da Sachen zu tun. 36. Ich würde auch sagen, ich baue hier... Das nehmen wir allerdings alles mit. Halt, warte. Warten Sie mal. So. Bauen wir den mal ab. So. Die Solarzelle bleibt hier. Dann sollte die genug Dampf haben. Ja, hat sie. Gut. Das ab. So, machen wir hier zu. Schlauch ab. So. Das Kabel ab. Womateng raus, hätte ich fast gesagt. Ich muss ja sagen, das mit dem Abbauen, ja, es ist okay. Also natürlich finde ich es gut, dass man es wieder abbauen kann. Dass man die ganzen Sachen wieder haben bekommt. Aber mit so einem Cutter hier finde ich schon ein bisschen blöd. Macht doch einfach abbauen und gut ist. Ja, ich meine, man hat immer zu meckern, ne? Davon mal abgesehen. Die ganzen Kabel, habe ich die eingesteckt? Ne, die hängen alle in der Luft. Ist ja auch okay. Hauptsache, ich hab sie. So. Den noch. Ich hoffe, ich habe noch Platz hier in meinem... in meiner Hustentasche. So. Der Rest, den lassen wir hier stehen. Bis auf das eine Kabel. Das nehmen wir auch noch mit. Hole ich mich hier noch einmal Wasser. Schlürfi schlürf. Water refilled. Sauerstoff. Oxygen refilled.
Und dann machen wir uns mal wieder auf zu der unseren Gefilden. Da flitzen wir einmal schnell hin. Den lasse ich mal an. Da sind so noch Spuren im Sand. Weite Spuren im Sand. Suit Power. 75%. Ich weiß leider nicht weiter. Hießen das auch weite Spuren im Sand? Ich glaube nicht, oder? So. Blitzen wir da einmal schnell hin. Ich gebe mir noch mal ein bisschen Stulle. Aber nicht zu viel Stulle. Ja, so langsam. Sagt er so. So langsam wird's und baut gleich den nächsten Unfall aus. Ich glaube, ich fahre hier rum. Dann sind wir auf der etwas cooleren Ebene und können gleich noch mal richtig Gas geben. Komm. Ja, ich habe eben vorhin auch, wo ich hingeflitzt bin mit dem Schnitt. War das ein Schnitt? Ja, ich glaube. Da habe ich denn mal auch, ich glaube, das war da vorne, mal eben aufs Raketentriebwerk getippelt. Bin dann auch richtig schön gehüpft. Ich glaube, da hinten war das. Ja, da waren ja natürlich Felsen, aber es ist nichts passiert. Ich bin gekonnt über dem Felsen. Habe ich mich angeklebt und bin dann runtergerutscht. Ja, das war da vorne. Das sah so verlockend aus. Ich habe gesagt, ah, komm, machst du mal, springst rüber. Hm, schade. Nö. Darum ist das. Ist halt denn schon immer schwierig. Schneide ich oder schneide ich nicht? Weil es kann immer was passieren. Und ihr habt da nichts zu lachen. Weil. Ich meine, ich könnte es natürlich clevererweise auch anders machen. Ich drücke ja immer die Pause-Taste. Wenn ich sage schneiden, pausiere ich die Aufnahme. Damit ich hier mit meiner Zeit einigermaßen klarkomme. Ansonsten, ich könnte es natürlich auch durchlaufen lassen und dann sagen, ich schneide doch nicht. Ich hole euch doch wieder rein. Wir müssen schauen. Mal schauen. Allerdings komme ich sonst mit meiner Zeit nicht so klar. Wenn ich denn eine Viertelstunde, 20 Minuten hier am Spielen bin, das soll ich nachher auch alles schneiden. So, hier kannst du aber mal Stulle geben. So, irgendwo war doch hier das, was also bremst mal, wenn das geht. Und Leute, so mit Stulle geben. Eieiei. So, dann lass uns doch mal gucken. Und guck mal, hier ist ein Fragezeichen. Ja, wir müssen uns hier auf jeden Fall niederlassen. So, da ist das GS. So, warte mal, wo bin ich? Ich bin da. Da ist das Wasser. Da ist das Wasser. Ich gucke einfach mal. Ich gebe es ja nicht auf, ne? Ja, okay. So, pass auf, richte dich einmal bitte Richtung Norden aus. Das war ja oben. Ich glaube, Karte ist Norden immer oben. Genau. So, und wir müssen dann dahin Richtung Südwest. Südost, ne? So. Dahin so. Dann mal los. Dann mal los. Das war irgendwo hier hinten. Nein, ich sag's nicht. Nein, ihr habt ja vielleicht das gleiche Problem. Ich sag's nicht. Ich glaube, es war ein bisschen weiter da hinten, ne? Kann das sein? Aber ich vertue mich hier immer mit den Abmaßen. Nee, ich muss noch ein Stück. Aber die Richtung ist schon mal nicht so verkehrt. Okay, dann mal weiter im Takt. Toll, das habe ich nicht ver... Doch, da lang muss ich. Einmal gedreht und das war's. Okay. So, dann müsste ja hier hinten irgendwo eine Fläche kommen. Da ist alles voll hier mit
mit Gebäuden, ne? Das sind ich halt kleine Anmerkungen. Ich hoffe, dass das irgendwann verschwinden wird. Dass wenn man die Gebäude geschliffen hat, dass sie auch von der Map verschwinden, weil... Oder dass es zumindest einen Button gibt, dass man sie ausradieren kann. Irgendwie sowas in diese Richtung. Das wäre super. So. Okay, dann jetzt Richtung Süden. Richtung Süden. Ich muss in die Perspektive. Also ich kann nicht in Perspektive fahren. Da wird mir schlecht. Echt? So. Ja, es ist mit dem Tracker, wäre das natürlich eine super feine, tolle Sache. Hinten? Vorsichtig mit dem Raketentriebwerk. Vielleicht soll ich mir die Stellen auch mal die Dinger merken, die ich schon gelootet habe. Ich muss sagen, es ist ATV bringt mir schon echt Spaß, das Quartier. Ich bin auch schon wieder. Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Gekonnt um das Ding rumgefahren. So nach Kompass fahren? Ah, ja, nee. Also im Real Life geht's. Also wenn ich euch irgendwo hinführen soll per Kompass, ihr braucht keine Angst haben, kriege ich hin. Aber hier so im Spiel, ich glaube, das fahren wir rückwärts. Ich schätze mal, das wird hier vorne sein. Aber das war doch nicht so dicht an so einer Stelle, an so einem... Das sieht ja eher aus wie da vorne. Eigentlich wollte ich mit euch hier noch die Base, also zumindest die Grundgeschichte aufbauen. Okay, so. Steig nochmal ab. Ah ja. Ah ja. So, nimm mal das Ding raus. Ja, ist hier vorne, ne? Das wird denn hier vorne sein. 34. 21. Ah, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay. Dann wollen wir loslegen. Lasst uns loslegen. So, Ressourcen. Chanuk. Da ist Eingang. Ich würde sagen, wir bauen unsere Dings da vorne hin. Zack. Ich glaube, den muss ich hier auch erstmal bauen, bevor ich die anderen Sachen anbauen kann. Ich würde auch sagen, da ich da immer ein bisschen Probleme mit hatte und wir jetzt die Möglichkeit hätten, ich würde ja echt fast sagen, ich weiß nicht, ob ich unbedingt zwei Container, also zwei Dings brauch. Wie heißt das? Tanks. Aber machen wir einfach. Wie gesagt, wir hatten ja die Ressourcen dafür. Warum nicht? So. Dann Sauerstofftank Nummer 1. Dann so. Ich glaube, man kann mit der... Warte mal kurz.
Ja, Taste meinte ich, konnte ich. Tarn, nein, Wasser. So. Dann natürlich als nächstes. Ich hatte 4 Solarzellen. Eine habe ich da gelassen. So. So, okay, passt auf. 4 Solarzellen. Zack. 1. 2. 3. Und 4. Also wir haben ja eigentlich schon genug gesammelt. Eigentlich müssten wir genug davon haben. So. Und so. Ah, das machen wir hier. Da, unser Lager bauen wir auf jeden Fall auf. So, sehr schön. So, dann bauen wir hier ein Transformer hin. Würde ich dann aber tatsächlich sagen, hier so. Ich habe mal die Steckdose ein bisschen anders setzen sollen. Da geht's raus, da geht's rein. Ne, pass mal auf. Raus, rein. Geh mal hier rüber. Ich baue ich hier hin. So, genau. Dahin. Dann kommt die Batterie. Transformator. Batterie. Hierhin. Frage, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte mehr gebaut, ne? Also ich hatte noch Erweiterungen dran, ne? Dann bauen wir den nächsten. Machen wir. Ja. Ich weiß ja nicht, aber hatte ich eine oder zwei dran? Ich glaube, ich hatte nur zwei. Ich war irgendwo bei 560. So, okay. So, jetzt geht's nämlich wieder los mit der Kabelei. Einmal. So, dann mach aber bitte gleich. 6. Anfang zu laden. %. So. Zack. Zack, ihr kennt das ja, dieses Kabel-Pro-Döns-Problem. Zu kurz, nein! Dahin. Sehr schön. Alle Solarzellen angeschlossen. Bingo. Dann gehen wir mit dem Kabel daran. Daran. Dann wäre es auch wichtig, erst einmal daran. So. Da bekommst du dann auch die So, wir haben hier noch gar nichts auf der Uhr. Was hatte ich eigentlich? Was hatten wir? 30, ne? Pass mal auf, wir machen hier 40 draus. Dann mache ich die 40. So.
Da gehen natürlich die 15 wieder rein. So. Dann wegen Stromaufladekram. Also ich weiß, ich hatte auf jeden Fall ein mehr dran. Ein mehr auf jeden Fall. Ja, ich glaube, mehr hatte ich auch nicht. So, da ist das, da ist das. Und jetzt kommt unsere Kapsel. Und der Leben, ja. So, Tür ist da. Ich mache jetzt nicht wieder den gleichen Fehler. Ich ziehe die jetzt aber ein bisschen weiter hier rüber. Will nur einmal sehen, wo ist der Strom? Da ist der Strom. So. Okay. So. 6. Dahin. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Sauerstoff. Sauerstoff, die 5. So, dann haben wir unser Außenlager errichtet, unser zweites. Boah. 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 Okay. Ah, oh, halt, wir haben noch eine Sache vergessen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Unsere Lampe. Unsere Lampe, die ist ja auch mit am Start. Unsere Laterne. So, nochmal Stromkabel. Schnuck. Da einmal ran. Ey, shitty. So. Dann verteilen wir mal. Ich glaube, unser Kasten brauchte 10. Wir hatten insgesamt 30 irgendwie, ne? Die Lampe brauchte ja nur 5 oder so, oder 0,5 sogar. Okay, da sind wir bei 15, das ist okay, 0,8. Ja, genau, und nachher hatte ich genau 30 und dann hatte ich hier auf unserem Ding, glaube ich, für unseren ATV hatte ich nachher 5, 10 gehabt. Super, so gut. Da habe ich 40, der lädt. Der fährt die vollen 100. Das ist auch okay. Ja, sehr schön, gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch, Freunde. Wir haben alles. Ah ne, wir sind noch nicht ganz durch. Wir sind noch nicht ganz durch. Denn wir müssen hier den Tracker erstmal auf Dings setzen. Und dann müssen wir hier Icon, Haus, Name. Ich nenne es Außenposten 2. Okay, mach mal einen Tracker. So, wenn ich mich das nächste Mal einlogge, bin ich drin. Und sag mal zur Liste hinzufügen. Gut, ja, das war's. In der nächsten Folge werden wir die anderen Teile looten, machen mal zusammen, dass wir mal zusammen ein bisschen was kaputt schnetzen. Ich hole mal unser Quad noch schnell. Und schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann geht's nachher weiter. Ja, also, mach's gut. Habt noch eine schöne Zeit. Euer Maruk. Ciao. So, Lochina und ich wieder abpacken.